So, wir sind wieder hier in Dingenskirchen. Wie heißt es nochmal schnell? Bijou. Bijous Wohnung mit George und Nico zusammen. Haben wir letzte Folge. Ja. Ach ja, genau. Wir waren ja bei Adam in der Wohnung, haben alles untersucht, haben herausgefunden, dass irgendwas Schreckliches mit Marquess passiert sein muss. Waren dann unten im Blumenladen von. Ich kann überhaupt nicht reden gerade. Waren unten im Blumenladen von Fleur, der Blumenverkäuferin. Dann kam Adam mit dem CD-Player. Draußen war Moe, die haben uns gesucht. Nico hat uns verraten, das werden wir Nico für dich verzeihen. Und ja, letztendlich sind wir rausgekommen, sind jetzt hier bei Bijou und stellen die endlich zur Rede, weil wir wissen, sie hatte mit Hobbs ein Verhältnis und Hobbs hat ja offensichtlich irgendwas gefälscht. Und ja, jetzt kommen wir der Sache hier näher, in dem Sinne. Wie geht es Ihnen, Bijou? Ich habe ein winziges bisschen Kopfweh. Das bekomme ich immer, wenn ich mich nachmittags hinlege. Ja. Ich dachte mir, es dürfte wohl eher der Champagner vor dem Hinlegen gewesen sein. Ich möchte, dass Sie ganz ehrlich sind, Bijou. Hobbs. Kennen Sie einen Maler namens Hobbs? Nein, ich glaube nicht. Auf jeden Fall kennt er Sie. So viele Künstlerschätzchen. Man kann sich nicht an alle erinnern. Hobbs scheint Sie sehr gut zu kennen. Er hat eine Skizze von Ihnen in seiner Mappe. Richtig. Bestimmt eine Studie für ein Gemälde. Und da ist sicher nichts weiter? Ganz sicher. Ja, komm. Wussten Sie, dass der Herkunftsnachweis gefälscht war? Für La Maledictio? Ich hatte keine Ahnung. Lane sagte, Sie hätten ihn von ihm bestätigen lassen. Der Dussel bringt wieder alles durcheinander. Sowas von gelogen alles. Womit können wir die nun unter Druck setzen? Der Zeichner. Das ist wunderschön, mein Lieber. Das ist eine Nachricht von Hobbs, die ich in Ihrem Safe fand. Wie sind Sie daran gekommen? Eine Frechheit! Bijou, Sie haben mir die Schlüssel gegeben. Hab ich? Oh, mein Kopf! Ich weiß nicht mehr. Aber sonst haben wir nichts getan. Oder, George? Die Nachricht ist an Sie gerichtet. Also sagt Lane die Wahrheit. Sie haben den Papierkram gemacht. Oh, und wenn schon? Ist doch nicht illegal. Ja. Jetzt sag uns endlich die Wahrheit. Hobbs lässt keinen Zweifel zu, dass Sie ihn sehr gut kannten. Na gut. Ja, das stimmt. Ja, da kommt's raus. Also haben Sie gelogen. Sie gaben die Herkunftspapiere in Auftrag. Sie wussten, sie waren falsch. Ich sage gar nichts. Ich glaube, das ist für Sie. Ein Brillantring? Was hat der mit mir zu tun? Ein Geschenk an Sie, von Henri. Henri hat mir so viele teure Sachen gekauft. Wäre gar nicht nötig gewesen. Ich glaube, Henri hat Medowski um mehr Geld gebeten, um Ihnen diesen Ring zu kaufen. Und vielleicht wurde er deshalb erschossen. Nico! Nein, Lieber. Sie hat recht. Henri meinte immer, er müsse kämpfen, um mich zu halten. Die Wahrheit ist, ich habe sie beide geliebt. Wilf und Henri. Bisschen Wilf. Und jetzt ist Henri tot. Meinetwegen. Legen Sie los. Stellen Sie Ihre Fragen. Ich verspreche, diesmal sage ich die Wahrheit. Ja, Gott sei Dank, jetzt kommen wir endlich der ganzen Geschichte ein Stück näher. Erzähl uns alles über Hobbs. Sie und Hobbs sind also ein Liebespaar? Das sind wir schon seit 75. Henri hat nie davon erfahren. Damals waren sie zusammen in einer Band. Sie haben Henri also von Anfang an betrogen? Ich habe ihn nie betrogen. Ich habe beide geliebt. Und welche Rolle spielte Medowski bei all dem? Alles war seine Idee. Jemand hatte ihm ein Angebot für La Maledictio gemacht. Also hat Wilf ihn mit Henri und mir bekannt gemacht. Wer ist denn Wilf? Er wollte am Verkauf und an der Versicherungssumme mitverdienen. Er zog die Sicherheitsfirma hoch, um den Raub zu ermöglichen.
Sie ließen den Herkunftsnachweis also von Hobbs fälschen und von Lane für die Versicherung bestätigen. Wilf gab ihn mir und ich überredete Lane, ihn zu unterschreiben. Er wusste nicht, dass er falsch war. Wilf ist brillant bei dem, was er tut. Ich bin Hobbs, so oder? Eine Idiotin. Henri hätte niemals sterben sollen. Ich weiß, das haben Sie nicht gewollt. Wilf rief mich gestern an und wollte mich trösten. Er sagte, er würde sich um mich kümmern, hätte Pläne. Heißt das, er hat das Gemälde? Ja, er machte Witze über ein Geheimversteck. Er sagte irgendwie, das Original sei hinter meinem Intern. Ich hab nichts kapiert. Danke, Bijou, das war sehr hilfreich. Wissen Sie, ich hatte einen seltsamen Traum vorhin. Henri war hier und wir haben wieder zusammen getanzt. So schön. Das war sicher wunderschön. Also dann nochmals danke für Ihre Zeit und... Nico, ich glaube, wir müssen jetzt nach London. Hey, wir müssen doch erstmal hier das Bild. Hallo. Hey. George, gibt es etwas, das du mir sagen möchtest? Nein, da fällt mir im Moment nichts ein. Lass uns gehen, ja? Ja, das sollten wir Nico vielleicht wirklich nicht erzählen. Also, das war schon ziemlich falsch, was wir da gemacht haben. Aber ich dachte jetzt wirklich, dass das Bild hinter... Am Ende steckte Hobbs also mittendrin in dem ganzen Schwindel. Jetzt müssen wir bloß noch das Gemälde finden. Dann kommen die Fakten auf den Tisch und Medowski ist dran. Ich krieg meine Titelstory. Und ich bin rehabilitiert und behalte meinen Job. So viel zu deinen teufelsanbetenden Gnostikern, George. Hey, kennst mich doch. Ich stehe total auf Verschwörungen. Es war noch mehr als offensichtlich, wo das Bild war. Warte mal kurz. Was ist denn los? Diese Kette. Die ist vom Tor. Eieieiei. Sie ist geknackt worden. Ein Einbruch? Oder ein Ausbruch? Hobbs flüchtet vor Lady Pyrmont? Möglich. Aber es fühlt sich ungut an. Jetzt nochmal kurz zurück. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Bild in der Wohnung von Bijou ist, weil da hing doch ein Bild von Bijou mit dem Rücken, wo sie ja letztlich auch nackt drauf war und ihr Hintern drauf war. Und wenn sie sagt, dass Hobbs gesagt hat, also, naja, wir werden es rausfinden. Also Wilf ist offensichtlich der Vorname von Hobbs. Hey Nico, sieh mal da. Glaubst du, damit hat jemand das Tor aufgestemmt? Möglich. Tja, schlecht für die, gut für uns. Ein Brecheisen kann man doch immer brauchen. Okay, also wir wissen ja von letztes Mal noch, dass Hobbs nur reagiert, wenn wir hier die Hupe drücken. Beim letzten Mal hatte es mit Hupen geklappt. Verdächtig. Wahrscheinlich ist Hobbs auch tot. Aber ich hoffe nicht, dass Lady Pyrmont tot ist, weil das wäre wirklich schade. Das ist ein wirklich toller Charakter. Einundzwanzig? Kein Hobbs. Also entweder ist Hobbs nicht zu Hause, ja, oder tot. Ja, da würde ich sagen, klettern wir mal darauf, oder? Hey Nico! An dem Regenrohr könnte man hoch. Ja, spinnst du? Ja, perfekt. Und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich... Hey. Kleines Möwenproblem, George? Das ist ein Mistvieh. Wartet mal, eben als wir gehupt haben, ist die Möwe weggeflogen, ne? Das heißt, also wir sehen, vielleicht kann Nico, hey, Nico. Für uns, vielleicht kann Nico für uns die Hupe bedienen, dann fliegt der Vogel. Genau, hup mal. Tu mir einen Gefallen und hup mal. Kein Problem.
Und dann müsste der Geier hier eigentlich wegfliegen. Und dann können wir uns mit dem Kran hier rüberschwingen. Ja, und tschüss. Und wir schwingen uns jetzt mit dem Kran hier rüber. Der Kran war festgerostet. Ich brauchte mehr Kraft, um ihn zu lösen. Ja, scheiße. Damit wohl. Oh nö, jetzt kommt er wieder. Womit können wir denn den Kran lösen? Hier ist ihn wahrscheinlich hiermit, ne? Aber dafür muss jetzt der dumme Vogel wieder weg. Hey, Nico! Was, George? Nico, könntest du nochmal hupen? Und sobald er weg ist, nehmen wir die Brechstange, lösen den Kran und schwingen uns darüber. Also hoffentlich. Perfekt. Komm, George, mach, sonst kommt die Möwe wieder. Sieh dich vor, George! Aber ausgezeichnet. Warte da, Nico. Ich komm und lass dich rein. Oha, oha. Und Nico. Sind beide in Hobbs Atelier. Hier liegt schon zumindest mal nicht die Leiche von Hobbs. Das ist schon mal gut. Hier liegt auch nicht die Leiche. Irgendwas stimmt hier nicht. Leiche. Wir sollten vorsichtig sein. Von Lady Pyrmont. Es ist schon etwas spät, als ich das hier aufnehme. Deswegen verzeiht mir, dass ich nicht so brillant ausspreche. Na gut, am ehesten, obwohl wir gucken mal hier, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Toter liegt. Okay, kein Toter. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns hier mal das Gemälde an. Vielleicht, Hui. Du solltest lieber mal herkommen und dir das ansehen. Oh Gott, das ist ein Manet. Nö, das ist keiner. Das ist ein Hobbs. Im Stil von Manet. Oder wie wir Experten sagen würden, ein gefälschter Manet. Hobbs ist mehr als ein Restaurator. Er ist ein professioneller Fälscher. Oh, und das wäre dann? Du. Hobbs ist gut. Du siehst sehr hübsch aus. Und das bist du. Meine Güte, du siehst aus wie... Schrott? Ja. Ist das Lady Pyrmont? Ja. Ist sie etwa... Ja. In deinem... Ja. Oh, also haben wir die ganze Zeit nur für eine Fälschung-Modell gestanden? Fälschung. Toll, was? Kann ich zu meiner Mordanklage dazu packen? Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert, okay? Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier oben hin. Da geht's ja, glaube ich, nur zu diesem Balkon. Hier geht's wieder raus. Abgeschlossen. Wenn Hobbs zu Hause ist, steckt er hinter dieser Tür. Dann brechen wir die Tür. Ein Metallstreifen war auf den Türrahmen geschweißt worden. Okay, dann brechen wir die Tür nicht auf. Um jeden Versuch zu vereiteln, die Tür aufzuhebeln. So. Oh, wobei, vielleicht können wir die... Ich hatte so ein Gefühl, als könnte mir diese Kette irgendwann mal helfen. Genau. Perfekt. Was machst du denn da? Ja, lass uns mal hier machen, Nico. Verrat uns nicht wieder an die Polizei diesmal und dann läuft das. Genau, und jetzt? Das sollte funktionieren. Jawohl! Und rein. Und was jetzt? Mal sehen, was Hobbs hier oben versteckt. Das ist also Hobbs Bude. Nicht gerade ein schickes Penthouse, was? Gut, ich würde sagen, wir haben es ja jetzt geschafft, hier in Hobbs Wohnung zu kommen. Weder Hobbs ist hier, noch Lady Pyrmont. Ja, ich würde aber sagen, die Wohnung von Hobbs untersuchen wir in der nächsten Folge. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.
und bis zum nächsten Mal. Tschüss.